Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker. Herzlich willkommen zur 128. Folge unseres Podcasts. Nur wenigen Menschen ist es möglich, in ihrem Leben an das andere Ende der Welt zu reisen, einmal den eisigen Kontinent erleben. Für die Kapitäne der kleinen Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Cruises ist es zweifellos kein einmaliges Erlebnis. Für Kapitän Thilo Nathke steht demnächst ein ganz außergewöhnliches Jubiläum an. Er unternimmt seine 100. Expedition in die Antarktis. Im heutigen Interview verrät uns die liebe Astrid Reiferscheid, worauf Herr Nathke sich am meisten freut und wie Sie daran teilnehmen können. Hallo Astrid, schön, dass du mal wieder hier bist. Ja, liebe Christina, hallo. Ich freue mich auch sehr, mal wieder bei dir Gast zu sein. Ja, es macht ja immer Spaß und du hast immer spannende Neuigkeiten im Gepäck, so auch jetzt in diesem Fall. Ja, Herr Nathke, ein ganz, ganz beliebter und, kann man sagen, alteingesessener, erfahrener Kapitän eurer Flotte, hat sein 100. Jubiläum demnächst und startet wieder in die Antarktis. Wenn man so oft wie eure Kapitäne in der Antarktis gewesen ist, ist das trotzdem noch ein besonderes Erlebnis oder ist das so eine Routine? Ja, Christina, liebe Gäste, es ist, glaube ich, immer wieder einzigartig. Und wenn man Kapitän Nathke erzählen hört, er ist in der Tat unser dienstältester Kapitän seit ja, so vielen Jahren dabei. 1993 ist er gestartet bei uns. Aber ich glaube, wenn man ihn fragen würde, er schwärmt, man merkt, es kommt von Herzen und er lebt es einfach. Er schwärmt immer wieder so sehr von diesen Expeditionsreisen, insbesondere natürlich auch von den Antarktisreisen. Und es ist immer wieder ein besonderes Unterfangen für ihn, auch für jede Reise, die in die Antarktis startet, immer wieder neu und immer wieder ein fantastisches Erlebnis. Was ist denn die Besonderheit gerade mit euren Expeditionsschiffen in der Antarktis? Ja, unsere kleine Expeditionsflotte, dazu gehören ja die Hanseatic Nature, Hanseatic Inspiration und Hanseatic Spirit. Alles ganz kleine, wendige Schiffe, Neubauten, 2-3 Jahre sind sie jung und es sind maximal 199 Gäste unterwegs, wenn wir Richtung Antarktis starten. Das heißt, wir sind wirklich eine kleine Familie an Bord und es ist ja eine ganz besondere Atmosphäre. Und das Tolle dabei ist, wir haben auch immer für Sie, liebe Gäste, eine offene Brücke. Das heißt, wenn es die Situation zulässt, können Sie jederzeit auf die Brücke kommen, unserem Kapitän Nathke oder den anderen Kapitänen über die Schulter schauen, mal mit sich mit den Navigationsoffizieren austauschen oder Sie schnappen sich einfach mal ein Fernglas, das auf der Brücke bereitsteht und halten auch mal Ausschau, so wie es unsere Offiziere tun. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, denke ich. Absolut. Astrid, du bist ja selber auch schon in der Antarktis wie ich gewesen. Was war denn dein größtes Erlebnis? Was hat dich am meisten fasziniert? Ja, Christina, Antarktis, das war wirklich eines meiner absoluten Highlights. Ich bin ja selbst auch ein paar Jahre lang zur See gefahren auf einem Kreuzfahrtschiff. Und als ich damals jetzt vor fast 18 Jahren zu Hapag-Lloyd Cruises kam, habe ich diese Chance genutzt, denn das war auch immer mein persönlicher Traum, irgendwann einmal in die Antarktis zu fahren. Als sich diese Gelegenheit bot, habe ich dann natürlich zugeschlagen und bin auch mit der alten Hanseatik in der Antarktis gewesen. Es war wirklich für mich auch eine meiner schönsten, mit Abstand schönsten Reisen, die ich je erlebt habe. Und ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Wir saßen im Zodiac und fuhren durch dieses fantastische Eis hindurch, kleine Eisberge, auf denen Pinguine saßen, kamen dort näher und auf einmal tauchte auf dem Wasser ein Seeleopard auf. Ah. Die sehen natürlich irre aus und eigentlich sehen sie auch ganz süß aus. Ja, als wenn sie lachen immer so ein bisschen. Ja, ne? Sie sehen fröhlich aus und irgendwie niedlich aus. Aber dieser Seeleopard, der kam immer wieder, tauchte immer wieder auf und es saßen 3 Pinguine auf dieser einen Eisscholle. Und der Pinguin hat ja eigentlich keinen Feind.
Aber der Seeleopard, das ist der größte Feind der Pinguine. Denn so ein kleiner, oder so klein sind sie ja gar nicht, die Seeleoparden, können ja Pinguine verspeisen. Sie lieben ja die Pinguine, also der größte Feind des Pinguins. Und ja, dieser Seeleopard hat diese drei kleinen Pinguine auf der Eisscholle entdeckt und kam also immer näher und die Pinguine rückten immer näher zusammen. Auf der Scholle, ich habe ein Bild vor Augen. Auf ja? der Scholle. Also es war ein unglaubliches Erlebnis und wir haben alle nur gedacht, oh bitte, bitte, lass die Pinguine leben. Also wir haben das, man hat dann ja alle Zeit der Welt und haben das beobachtet und er taucht immer wieder auf. Das ist also, ja direkt wie bei einer Gänsehaut. Wie bei einer BBC-Filmreportage, ja. Nur ihr wart live dabei. Wir waren live dabei und ein Glück hat er sie nicht bekommen. Ah. Das war wirklich ein Erlebnis. Also das vergisst man einfach nie. Absolut. Das ist ein Highlight definitiv. Diese Leoparden an sich, wie du schon sagst, sind wirklich fantastisch, wenn man sie sieht. Aber sie sind eben nicht so nett und lieb, wie sie aussehen. Das stimmt. Was ist denn Herr Nattke oder wann ist er das erste Mal in die Antarktis gereist? Ja, unser Kapitän Thilo Nattke. Seit, Gott, wie viele Jahre ist er jetzt dabei? 43 Jahre, glaube ich, ist er zur See gefahren. Ich habe ihn gerade vor kurzem getroffen auf der Hanseatic Inspiration, als sie vor Sylt war, auf einem Kurztrip, haben wir eine kleine Schiffsbesichtigung gemacht in List. Und da hat er unsere kleine Gruppe, die Gäste auf der Brücke begrüßt. Sowas lässt er sich ja auch nicht nehmen. Das macht er immer gerne persönlich. Und hat dann natürlich auch wieder von seinen Reisen geschwärmt. Er ist 1993 auf der damaligen Hanseatic bei uns gestartet als erster Offizier. Und ich glaube, das erste Mal, deswegen hat es ihn wahrscheinlich auch richtig Richtung Hanseatic gezogen, war, glaube ich, sogar schon 3 Jahre früher da, ne? Ja. Habe ich mal irgendwie. Genau, er hat sich dann natürlich auch hochgearbeitet. Man steigt ja eigentlich nicht gleich als Kapitän ein, nein, sondern war auch First Officer und wurde dann eben zum Kapitän befördert. Und seit 1999 ist er Captain bei uns, bei Hapag-Lloyd Cruises. Damals noch auf der alten Hanseatic dann. Richtig, die hat er, genau mit dem Schiff war ich auch in der Antarktis. Das war jahrelang sein Schiff und er hat dann die neue Expeditionsflotte mit ja quasi erarbeitet und er war auch mit dabei, als wir in Norwegen in der Endphase waren, quasi hat das Schiff mit übernommen, die ersten Probefahrten gemacht und ja die neue Expeditionsflotte quasi eingeführt mit bei uns bei Hapag-Lloyd Cruises. Ja, jetzt haben wir gehört, wann er das erste Mal da war, aber wann ist er denn das 100. Mal, das 100. Ja. Mal in der Antarktis? Wann legt er ab? Ja, unglaublich. 100 Antarktisreisen wird er voll machen und das ist dann gleichzeitig seine letzte Reise, die er in die Antarktis unternehmen wird. Das wird sein, Christina, nächstes Jahr im Februar, ne? Am 5. Februar, also ja, die beste, schönste Reisezeit mit, kann man sagen. Da startet er mit seiner Hanseatic Nature. Am 5. Februar geht es in Ushuaia los, Richtung Antarktische Halbinsel in 20 Tagen. Und Südgeorgien habt ihr wie immer mit dabei, ja, eingeplant. Ne, damit Südgeorgien ist mit dabei, die Falklandinseln sind mit dabei. Also richtig schön die große, runde Antarktisreise. Obwohl, also wenn man jetzt überlegt, Ulf Wolter, Thilo Nattke, Axel Engel drum, was ist denn so für die Kapitäne noch das Faszinierende an den Expeditionsreisen, egal wie oft sie jetzt schon alle unterwegs gewesen sind? Ja, unsere Expeditionskapitäne, das ist schon eine ganz besondere Spezie, würde ich sagen. Also der eine wie der andere, sie lieben ihre Schiffe und natürlich diese Routen, die sie mit diesen kleinen, wendigen Expeditionsschiffen mit der höchsten Eisklasse befahren können. Und ich glaube, das, was sie am meisten lieben, ist eben, ja, diese ungewöhnlichen Routen in keinster Weise mit der klassischen Kreuzfahrt zu vergleichen. Sie bringen ihre Schiffe in die entlegensten Gebiete. Natürlich sind sie immer abhängig von Wind, Wetter und wenn man ins Eis fährt, ob es die Arktis oder Antarktis ist, ist man immer abhängig von der Eislage. Und als Kapitän muss man da sehr, sehr flexibel sein, denn aufgrund eben der Eis- oder der Wetterlage kann es ständig Änderungen geben.
Aber das ermöglicht Ihnen dann auch, ja, die Reise selbst aktiv mitzugestalten. Also wenn Sie sich den Fahrplan anschauen, liebe Gäste, also im Expeditionskatalog, Sie haben ja nicht den klassischen Fahrplan, wie man es von einem Kreuzfahrtschiff kennt, mit den Liegezeiten eben von bis. Das gibt es bei der Expedition nicht. Also letzten Endes, ja, ist das Wetter entscheidend und dann entscheidet der Kapitän. Und ich glaube, das macht es aus für unsere Kapitäne auch, ja, dass sie diese Expeditionsreisen so sehr lieben. Ja, weil sie können natürlich 100 Mal da gewesen sein oder 99 Mal und planen das 100. Mal. Ja. Trotzdem ist jede Reise anders. Also wir haben jetzt gerade ein Beispiel gehabt. Ich war ja mit eurem Axel Engel drum, auch gerade mit der Hanseatic Spirit mit Gästen in Ostgrönland. Und wir haben den Fahrplan, weil das Wetter zu gut war, umgeschmissen. Wir hatten viel mehr Zeit als angedacht. Und deswegen konnten wir noch in den Scoresbysund mit rein, sind nach Rödeö gefahren, hatten einen fantastischen weiteren Tag. Und das ist, glaube ich, genau das, dass die Kapitäne, wie du schon gesagt hast, selber planen können. Egal, wie oft man da war, die Reise hat immer irgendwie ein anderes Routing und jedes Erlebnis ist besonders und ja, nicht vergleichbar mit den Erlebnissen, die man vorher gehabt hat. Ich glaube, das stimmt, glaube ich, genau das macht es aus. Und Kapitän Nackt gesagt also auch, es ist immer wieder eine große nautische Herausforderung, diese kleinen Expeditionsschiffe eben in diesen extremen Gebieten zu fahren. Und aber das ist das, was es ausmacht, ja, was so viel Spaß macht auch. Und deswegen, wir haben auch einige Kapitäne, die sind zwischendurch mal auf der klassischen Kreuzfahrt, also auf unserer Europa oder Europa 2 gewesen und kehren dann aber nach ein paar Jahren doch gerne wieder zurück auf die Expeditionsklasse. Denn mehr Spannung. Mehr Spannung, ja. Und ja, diese extrem tollen Routen mit den Schiffen, die eben ja für diese extremen Gebiete konzipiert sind. Und das ist eben, ja, diese Schiffe der Erfolg auch und der Schlüssel zu einer Expeditionsreise. Klasse. Du hast gesagt, die Reise geht im Februar los. Wenn ich an Februar denke für die Antarktis, dann denke ich an flügge gewordene Pinguinküken, die schon überall rumwuseln, das Nest verlassen haben, kurz davor sind, selber in ihr Leben im Wasser richtig loszustarten, die erste Saison. Ich denke an fantastische Sonnenauf- und Untergänge, denn im Februar ist das Licht für Fotografen perfekt. Wir haben eben nicht mehr 24 Stunden Tageslicht. Ja, genau so. Ich denke an Wale, denn der Februar hat tatsächlich den Vorteil, dass wir eben ganz, ganz viele Wale sehen können, weil die Wale, wenn sie im November so langsam zurückkommen, ja erstmal sich den Bauch vollschlagen mit Krill. Und im Februar ist so der Bauch erstmal gut gefüllt, der Stress ist vorbei und dann sind sie ein bisschen entspannter. Und ich denke bei Februar an fantastische Zodiac-Fahrten, wo man Buckelwale zum Beispiel aus nächster Nähe beobachten kann, wo die anfangen, so ein bisschen ihre Akrobatik wieder auszuleben. Denn so ein Buckelwal, der ist ja ein wahrer Akrobat mit seinen Sprüngen und Bauchplatschern. Und das ist im Februar natürlich eine ganz, ganz besondere Zeit. Jetzt haben wir diese besondere Reise, wir haben den besonderen Februar, aber kann man denn überhaupt noch an der Reise teilnehmen? Also darf man noch mit Herrn Nattke das Jubiläum zusammen feiern? Oder? Ja, das darf man. Haben wir noch eine Möglichkeit? Ja, es gibt noch einige Kabinen, die zur Verfügung stehen auf dieser besonderen Reise. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Kapitän Nattke und die Crew sich zu diesem besonderen Jubiläum noch den ein oder anderen Überraschungsmoment einfallen lassen. Für ihn und die Gäste wahrscheinlich. Ja, für sie, liebe Gäste, ganz bestimmt. Da denke ich, wird es einiges geben. Ja, es sind noch ein paar Kabinen frei. Also die Möglichkeit ist gegeben, an dieser Reise teilzunehmen, die am 5. Februar startet. Also die 100. Reise von Kapitän Nattke. Und die letzte. Und gleichzeitig die letzte. Das heißt, er wird dann wahrscheinlich auch mit den Gästen nach Hause fliegen. Und du wärst ja nicht Astrid, wenn du nicht jetzt gesagt hättest, Mensch, so ein besonderes Erlebnis und passend zur Eisexpedition, du hast ein kleines Goodie mitgebracht für die Hörer. Es gibt in der Tat ein fantastisches Angebot, liebe Gäste, für diese Reise. Denn wenn Sie bei Christina Hillemann buchen bei Eisexpedition, erhalten Sie einmalig auf diese Reise eine Ermäßigung von 25% auf die Seepassage. Also das lohnt ist schon sich ordentlich, ja. Auf jeden Fall, ja. Und einzelreisende Gäste
Auch hier gibt es ja die Möglichkeit, eine Doppelkabine allein zu belegen, weil wir eben ja nur maximal 199 Gäste mitnehmen. Wir haben eine Bettenkapazität ja von 230, aber es gibt ja die Auflage eben, dass nur maximal 199 Gäste mit in die Antarktis fahren. Und bei der Einzelbelegung gibt es keinen Aufpreis. Also auch das für Einzelreisen nochmal ein ganz tolles Angebot. Ja, vielen, vielen Dank für dieses großzügige Angebot. Dann sind wir mal gespannt, wer genauso fasziniert davon ist und sagt, er möchte mit Herrn Nathke die Abschlussreise machen und das zur besten Zeit, wenn man zum Beispiel Wale sehen will oder fotografieren. Liebe Hörer, ich glaube, das war ein guter, kurzer Eindruck über das, was im Prinzip im Winter noch so an weiteren Highlights kommt. Und das ist definitiv ein Highlight. Liebe Astrid, danke für deine Zeit und vor allem auch für das großzügige Angebot für die Hörer. Und dann würde ich sagen, bleiben Sie alle gesund und bis zum nächsten Mal. Bestimmt auch wieder bald mit dir, liebe Astrid. Ja, vielen Dank, liebe Christina. Dem kann ich mich nur anschließen und sage Schiff ahoi. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.